Wir haben einen Style-Shoot geplant und zwar zum Thema Ethno meets Urban, ein bisschen Pocahontas-Style, ein bisschen Lateinamerika, ein bisschen urban. Das Wetter ist beständig und ich werde gleich von der Lena abgeholt. Die macht nämlich heute Hair und Make-up, da bin ich riesig gespannt. Es ist auch auf jeden Fall nicht so heiß wie die letzten Tage. Oh, ich glaube, da kommt sie schon. Deswegen, es wird geil und ich nehme euch nachher mal mit. Bis dann. Das ist schon mal die Deko für den Tisch. Wir haben einen genialen Blick über Stuttgart. So, die Deko steht. Die liebe Anna von Herz und Blüte, richtig? Ja, hi. Hat mega geile Deko gemacht. Wo findet man dich? In Stuttgart-Wallimdorf. Mitten in den Vorbereitungen wird es hier eine wunderschöne Freitrauung geben. Und weiter geht's. Papeterie, die liebe Selina von Best Day Design, hat so geile Sachen gemacht. Ich liebe Papeterie und sie hat es richtig geil gemacht. Das heißt, wir werden jetzt nämlich noch fertig die Papeterie mit drauf machen. Ein paar Bilder und das Paar ist hier auch schon mittendrin. Genau, wir finden dich auf Instagram bei Best Day Design. Yes. Wir haben hier Sarah und Luca, unser Videografenteam, unterstützen heute richtig geil mit Videos. Wo finden wir euch? Wir kommen aus Kirchheim Tech, in der Nähe von der Alp, auch in der Nähe von Stuttgart. Also genau. Sind aber sehr weit im Umkreis tätig. Genau. Und Instagram, Webseite irgendwo? Selbstverständlich, Instagram. G-Films-2019. Hier haben wir die hübsche Dame, die das Ganze richtig geil organisiert hat. Wer eine Weddingplanerin braucht, in Stuttgart, die Sandra. Ja, ich freue mich drauf. Wo finden wir dich? Ihr findet mich auf meiner Homepage bestdayever.events. Genauso auf Facebook und Instagram. Schaut einfach mal nach, was ich so treibe. Ich freue mich drauf, euch kennenzulernen. Hallo Leute. Wir haben die liebe Elisa hier von Out of Office in Stuttgart, mitten in der City. Und wir können hier eine richtig geile freie Trauung mitten auf der Dachterrasse mit richtig geilem Blick machen. Ne? Richtig, richtig geiler Blick. Also da hinten sieht man fast den Fernsehturm. Fast, aber nicht fast. Ganz. Ja, ich würde sagen, ja, wir befinden uns hier oben above the roofs von Stuttgart, mitten bei der Königstraße. Man hat aber nicht das Gefühl, man ist auf der Königstraße. Wir sind hier auf einer geilen Dachterrasse und ihr findet uns in der Nähe von der Stiftskirche, eigentlich direkt gegenüber, beziehungsweise am Schillerplatz bei der alten Kanzlei. Perfekt. Und Webseite, Instagram? Instagram, Out of Office. Ich bin schon beim nächsten Setting angelangt, weil die liebe Lena macht Hair und Make-up heute. Und es sieht schon richtig geil aus. Was hast du dir denn für unsere kleine Pocahontas überlegt? Und zwar, vielleicht kannst du mal kurz auf den Strauß einmal schwenken. Klar, ja. Da sieht man schon mal ein bisschen die Farben. Ja. Ah, gibt's doch nicht. Jetzt. Farben. Genau. Sowas in der Art wird auf jeden Fall mit drin sein im Augen-Make-up. Und von den Lippen werden wir ein bisschen im dunkleren Ton arbeiten und ich denke, dann wird es super. Wo finden wir dich? Auf Instagram, lena.speck. Genau, da könnt ihr mich finden. Ja, es regnet, aber Rettung ist in Sicht. Wir kriegen ein Pavillon. Man muss immer nur einen Plan B haben. Dank Sandra haben wir das jetzt auch. So, alles geschützt. Nachher wird es noch ein bisschen hochgefahren. Aber steht alles im Trocken. Das ist unsere Lounge. Draußen regnet es noch, aber das hört sicherlich gleich auf. Wir hatten einjähriges, Jatin und ich. Endlich. Letztes Jahr haben wir uns kennengelernt auf einer Hochzeit und jetzt endlich arbeiten wir wieder zusammen. Sie ist aus dem Allgäu jetzt extra angefahren, aus dem Urlaub, sag mal. Sie kommt aus Karlsruhe. Also genau, ich bin praktisch auf der Rückfahrt, habe ich Stopp in Stuttgart gemacht, genau, um hier dabei zu sein bei diesem Shooting. Jetzt warten wir, dass der Regen aufhört mal wieder. Und sie wird unsere wunderbare Trauung moderieren, reden, liebe Worte sagen. Und sie macht es so geil, ich liebe die Athene einfach. Y hacemos bodas en español. Claro que sí. Eso. Also, wir machen auch spanische Hochzeiten, hieß das, ne? Wir sind jetzt gespannt. Ich hoffe, dieser Niesel hört sofort wieder auf. Und wo finden wir dich jetzt? Wollte ich nur noch mal fragen. Auf www.fraupi.de. Genau. Oder gleiches auf Instagram. Sie wird richtig geil jetzt nachher singen für uns, für die Trauung. Und bin ich schon riesig gespannt. Erzähl mal, wo finden wir dich?
auf www.ela-voice.de. Und Instagram auch, heißt es gleich? Instagram hochzeitsängerin.daniela. Sehr schön, perfekt. Genau. So, dann legen wir mal los. Machen wir. Bist der Mensch, der mich zum Namen schließen, Playstation-Song, der weiß, wie das läuft, da vergeht die Zeit so zack, ist ja furchtbar unpraktisch, sich dann unterwegs aufgefallen, für ihn erstellt und dann am Ende musste der nur noch hingehen und My darling, believe me. So, Shooting-Tag zu Ende. Ich war um kurz nach 10 zu Hause und kurz vor 9 bin schon unterwegs. Ich bin fix und fertig. Augenringe sind auch ordentlich da. Jetzt geht es noch zu einem anderen Termin und dann fahre ich nämlich endlich nach Hause, nämlich zu Schatzi. War richtig cool. Trotz Regen haben wir das richtig cool gerockt. Ich meine, es kann immer mal regnen, auch bei einer, gerade bei einer echten Hochzeit. Und von daher eigentlich überhaupt gar kein Problem. Es hat auch nur dann bei der Trauung genieselt und die Bilder sind super geworden. Gerade mal drüber geguckt. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen hübschen Einblick. Ich war echt busy, ich konnte nicht die ganze Zeit filmen und so. Hab's echt versucht. Und wen ich vergessen haben sollte zu filmen und so, das tut mir dann auch leid, weil ich war dann Overload gestern. So, und ich glaube, ich brauche jetzt erstmal 2 Tage Wochenende wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis demnächst. Ciao. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me.